Flughafen Memmingen ist eigentlich ein Projekt der Unternehmer aus der Region für die Region. Das ist das Besondere, dass hier eben nicht Politiker sich auf den Weg gemacht haben, dieses Konversionsprojekt zivil weiterzunutzen, sondern Unternehmer, Mittelständler, die gesagt haben, es ist eine tolle Chance, hier diese fliegerische Infrastruktur, die die Bundeswehr zurückgelassen hat, zivil zu nutzen. Und die Unternehmer haben die Initiative ergriffen und die Politiker sind aufgesprungen. Das ist eigentlich mal wirklich das Besondere. Wir werden dieses Jahr im 11. Jahr über 40 Flugziele haben, die man ab Memmingen erreichen kann mit über 20 Fluggesellschaften. Wir haben heute insgesamt 76 Gesellschafter aus der Region, die über 26 Millionen Euro Eigenkapital in dieses Projekt investiert haben. Das macht es einmalig in ganz Deutschland. Dieser erste Flugtag, möchte ich mal sagen, den zu erleben, wie dann die Gäste aus Berlin mit der Blasmusik empfangen werden, als sie hier gelandet sind und Käseverköstigungen bekommen haben in der Ankunft. Die haben nicht gewusst, wie ihnen geschieht. Ja. Das hat schon Emotionen ausgelöst. Der erste Meilenstein, die erste Genehmigung, die sogenannte Konversionsgenehmigung 2004, das war der Startschuss, jetzt kann es losgehen. Der zweite Meilenstein war eben unser Planfeststellungsbeschluss, die Möglichkeit, den Flughafen jetzt für die nächsten 20 Jahre so zu entwickeln, wie es auch der Verkehr oder auch die Nachfrage hergibt. Da freuen wir uns. Und dieser Beschluss wurde zwar beklagt, aber auch hier konnten wir gemeinsam mit unserem Partner hier alle Klagen abweisen, beziehungsweise haben auch alle Prozesse letztendlich gewonnen. Mein Name ist Ulrich Hösch. Ich bin seit 2004 rechtsanwaltlich für die Allgäu Airport GmbH tätig. Ich habe sie im Konversionsverfahren, im anschließenden Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren, in den Fragen des Lärmschutzes, Entgeltfragen und aber auch bei Notifizierungsverfahren beraten und so den Flugplatz von einem Militärflugplatz auf seinem Weg zu einem zum drittgrößten bayerischen Flugplatz begleiten dürfen.